Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Willkommen zu einer weiteren Runde Candyman. The Candyman Can. Oh yeah. Und zwar, das Spiel kennt ihr auf mc.gameart.de. Wer es nicht kennt, unten auschecken in der Videobeschreibung. Unser Server ist das. Und dort kann man das Spiel spielen. Wie es funktioniert, wird dann alles dann jetzt im Spiel sehen oder halt da auch im Zweifel beim Spielen selber ausprobieren können. Keine Ahnung, was ich gerade labere. Irgendeine Scheiße. Auf jeden Fall, Candyman ist Commentary-Tag. Das heißt, keine Facecam. Und ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, das momentan relativ aktuell bei mir im Geschehen einfach ist. Ich bekomme super, super viele Nachrichten irgendwie von Leuten, die irgendwelche Probleme haben und die, sei es jetzt mit den Eltern, sei es mit einem Kumpel, einer Freundin oder. Und ich dachte, ich rede einfach mal darüber, ob man glücklich sein kann immer und wie man Glücklichkeit irgendwie, ja, behalten kann, auch wenn es einem nicht so gut geht. Es ist ja so halt, also es gibt ja verschiedene Faktoren. Entweder hat man in der Familie irgendwelche Probleme und man kommt in der Familie nicht allzu gut klar, weil die Eltern einen vielleicht irgendwie nerven oder die Eltern irgendwie Scheiße über einen sagen, dass das Kind irgendwie vielleicht irgendwie, du bist Scheiße oder so. Es gibt ja Eltern, die sagen sowas zu ihren Kindern, dass die Kinder einfach Scheiße sind. Das kann ich halt, finde ich halt erstmal aus der Elternsicht total behindert. Also jede Mutter oder jeder Vater, der zu seinem Kind sagt, du bist Scheiße oder ich will dich nicht mehr sehen, nicht mehr haben, finde ich persönlich, das gehört sich einfach nicht. Es ist einfach eine Sache, die darf man als Elternteil nicht machen. Aber wie kann man als Kind damit umgehen, ist halt die Frage. Und ich bin ja auch kein Psychologe oder professionell irgendwie, der das macht oder so, keine Ahnung. Da will ich auch gar nicht drauf eingehen. Ich will einfach nur darauf eingehen, wenn ihr Probleme habt, egal mit wem, redet darüber, über Probleme. Es ist super, super wichtig, dass man mit Leuten über Probleme redet. Denn nur so kann man die Sachen eben auch angehen und versuchen, vielleicht sogar auch zu lösen. Einfach mal hingehen und sagen, Mama, ich möchte mit dir reden. Ich finde es scheiße, wie du mit mir umgehst. Es wäre schön, wenn du das dann anders machen würdest. Und meistens lösen sich dann so die meisten Sachen einfach. Oder halt, wenn es die Freundin ist, wenn man irgendwie in einer Beziehung ist und die Beziehung so läuft, wie man es halt eben nicht möchte, wenn die Freundin irgendwas macht, was vielleicht ein bisschen doof ist oder der Freund macht was sie halt nicht so gerne möchte, dann sagt einfach mal, komm Schatz, ich würde ganz gerne, dass du damit aufhörst oder wäre es okay, wenn du damit aufhörst. Du musst ja immer Kompromisse schaffen in einer Beziehung ja auch oder in Freundschaften dasselbe. Wenn man einen besten Freund hat, der irgendwie auch scheiße ist, einfach reden, weil gerade Schweigen ist das Schlimme daran. Wenn man schweigt, ist es einfach super, 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 super scheiße. Man muss einfach reden. Und das sage ich auch immer wieder in irgendwelchen Videos oder irgendwelchen Leuten. Redet über eure Gefühle. Gefühle verstecken ist das Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Das Weitere nochmal ganz kurz, um nochmal aufs Gameplay einzugehen. Das ist vom lieben Armir, unserem Developer. Das zweite Gameplay gleich ist vom lieben Mota. Link in der Videobeschreibung zu beiden Kanälen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist eben, was ist, wenn es einem schlecht geht? Was ist, wenn man irgendwie verletzt worden ist? Wenn man irgendwie in einer schlechten Lebensphase ist? Ich bin auch oft in schlechten Lebensphasen. Und mir geht es nicht gut. Sei es, irgendwie man hat Schluss gemacht mit jemandem oder man vermisst irgendjemanden oder man hat generell irgendwie so eine Phase im Leben, wo man viel Stress hat und irgendwie alles ist so, man hat keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Was macht man da am besten? Und da kann ich eigentlich nur sagen, oder aus meinem Empfinden einfach, es gibt viele Dinge, an die man sich irgendwie halten kann und an die man sich krallen kann. Bei mir ist es unter anderem die Musik einfach. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich jemanden vermisse, wenn ich irgendwie traurig bin oder trauere, wenn jemand gestorben ist, egal was, wirklich egal was, ich höre einfach super gerne Musik und das ist einfach so, was mir da raushilft. Das ist natürlich immer so eine kleine Depri-Phase, die man dann durchmacht, aber meistens hat man immer irgendwas, das einen wieder so ein bisschen glücklicher machen lässt einfach. Oder man hat eben gute Freunde, mit denen man reden kann. Dann ist es eben so, dass man einfach mit den Freunden quatscht und vielleicht öfter mal weggeht, sich versuchen abzulenken und generell irgendwie versucht rauszukommen, wenn man es zu Hause nicht mehr aushält oder wenn man irgendwie einfach nur Ablenkung braucht. Das kann ja auch oftmals sein, dass man einfach so eine Phase hat, wo man, oder das heißt einfach auch Schulstress auch, wenn man Schulstress hat, einfach mal irgendwie rauskommen, ein bisschen, Alter, er war jemand Damage Indicator drin, ich sag's ja nur. Aber nicht die Anzeige, ne, sondern einfach nur diese Einsen, die da untergehen. Ja, ich verurteile niemanden, aber es ist verboten auf unserem Server. Deswegen bitte beim nächsten Mal ausschalten. Auf jeden Fall,
Es gibt einfach super, super viele Dinge. Also, ich weiß nicht. Es ist immer einfach zu sagen, ja, versucht einfach glücklich zu sein irgendwie. Ich kenne das ja selber. Wenn es einem schlecht geht, dann kann man an nichts anderes denken. Man kann vielleicht sogar nicht mehr essen. Man kann nicht mehr schlafen. Man will einfach nur noch, dass diese eine Person da ist oder eben, dass man einfach das regelt, was gerade momentan schief läuft im Leben. Und das ist natürlich auch super, super scheiße, weil man kann einfach nicht. Es geht einfach dann nicht. Es ist super, super schwer einfach. Ich weiß es ja, es ist halt super einfach jetzt zu sagen, ja komm, seid fröhlich, macht irgendwas, aber das muss man eben zwanghaft auch ein bisschen versuchen, weil zu Hause zu bleiben, daran zu denken, sich einzumauern, kann man natürlich auch machen. Ich mache das auch super gerne, wenn es mir schlecht geht, dann gucke ich mal ein paar Filme nacheinander oder gucke eine Serie, eine Staffel durch von der Serie einfach, um mich dann so wieder ein bisschen besser zu fühlen. Einfach, gerade vor allem auch ist das, ich einfach irgendwie Serien gucke, wo ich mich mit den Leuten identifizieren kann, wo ich denke so, ja komm, die Leute so, ah, das ist einfach so meine Familie geworden, ne, so irgendwelche Serien, ist ja bei euch auch so, diese Serien habt ihr wahrscheinlich öfter mal guckt, weil ihr denkt so, ja, wenn ich die gucke, dann bin ich glücklich, so, ne, und so ist es einfach auch bei mir dann einfach, dann hat man etwas, wo man sich hin verziehen kann, Leute, oder einfach YouTube, Let's Plays gucken, ungespielt, Taddle, Gommel, any art, irgendwer, ne, einfach jemanden gucken, den man einfach mag und von dem man weiß, dass der immer für einen da ist, auch wenn es nur virtuell ist, aber der ist einfach immer für einen da. Das sind auch Sachen, die einem helfen auf jeden Fall. Also im Endeffekt muss jeder selber damit klarkommen, wissen, was ist für einen selber am besten, wie kommt er am besten damit klar, aber ich würde euch eben raten, nicht nur zu Hause zu sitzen, Essen nicht vernachlässigen, Essen ist super wichtig auch, damit man auch nicht krank wird oder so. Deswegen versuchen und machen, einfach, auch wenn es halt schmerzt, auch wenn das Herz wehtut, der Bauch nicht will, alles nicht will, dein Kopf nicht will, macht einfach. Also einfach versuchen, glücklich zu sein, irgendwie, und reden ist super, super wichtig, dass man mit den Leuten, mit denen man Probleme hat, darüber redet. Und wenn eben eine Person nicht reden will, weil man eben sie verletzt hat oder, keine Ahnung, sie einfach Schluss gemacht hat oder er Schluss gemacht hat, keine Ahnung, dann ist es halt eben so, dann, es ist ein scheiß Spruch, aber Zeit heilt alle Wunden. Und das ist so eine Sache, das ist leider Fakt. Ich hasse das, aber Zeit heilt wirklich alle Wunden. Auch wenn ihr mal verletzt seid, mit der Zeit wird alles besser. Vertraut mir einfach, okay? Das soll es auch mal gewesen sein, einfach nur mal so ein kleines Commentary, immer mal wieder Themen. Ihr könnt mir gerne Themen vorschlagen, Themen, die euch bedrücken oder so, die kann ich mal versuchen anzugehen in den nächsten Folgen. Ihr könnt mir super gerne Gameplays einschicken von Candyman, bitte in Full HD, wenn es geht, 1080p und in einer relativ guten Qualität einfach. Dann werde ich die in Zukunft benutzen, weil ich bin scheiße in diesem Spiel. Aber könnt ihr gerne machen, Themenvorschläge in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall auf der Gamescom, die ist ja jetzt gerade in diesem Moment, wenn das Video online kommt. Vielleicht sehen wir uns noch in den nächsten Tagen, ansonsten sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder und euch eine schöne Zeit und schickt mir die Sachen auf jeden Fall per YouTube-PN, ganz, ganz wichtig. Und nicht vergessen, immer lachen, versuchen zu lachen, die kleinen Dinge im Leben irgendwie zu sehen, die gut sind und einfach Spaß haben, irgendwie, wenn es auch wenn es schwerfällt. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut, tschüss.